Miriam Friedmann entstammt einer jüdischen Familie in Augsburg. Mitten in der Innenstadt war der Familienbetrieb Oberdorfer. Erfolgreich und über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Hier ist der Tellachturm, Rathaus. Und wenn man hier kommt, ist der Laden von meinem Urgroßvater, Jakob Oberdorfer. Der war Schirmmacher und 1862 hatte seine Firma hier gegründet. Miriam Friedmanns Eltern konnten nach Amerika fliehen. Ihre Großeltern hingegen wurden Opfer der Nazis. Dann konnten die nicht mehr fliehen. Und in März 1943 wurden die dann deportiert. Für Eugen und Emma Oberdorfer, die in Auschwitz ermordet wurden, gibt es seit heute vor ihrem früheren Haus sogenannte Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig. 12 hat er verlegt, weniger als geplant, denn zwischen Stolperstein-Befürwortern und Stadt gab es Streit über den Opferbegriff. Deswegen hat die Stadt Augsburg nicht alle Stolpersteine genehmigt. Ein Beispiel: Es sollte für eine Person ein Stolperstein verlegt werden, die nachweislich am 2. Februar 1944 am 25. Februar 1944 im Rahmen der Bombennacht umgekommen ist, wie viele andere Augsburger auch. Hier jetzt von einem Opfer des Nationalsozialismus zu sprechen, schien dem Fachbeirat nicht angemessen. Auch viele Juden sind mit der Kunstaktion nicht einverstanden. Die Namen der Opfer würden in den Schmutz gezogen, so der Vorwurf. Miriam Friedmann aber ist glücklich über die Stolpersteine, die an ihre Familie erinnern. Oh, ich bin wirklich froh, dass endlich meine Großeltern, die völlig in Vergessenheit und entsorgt wurden, nach Hause kommen. Also schon, berührt mich schon sehr. Im Herbst sollen in Augsburg weitere Stolpersteine verlegt werden, zur Erinnerung an die NS-Opfer.